Zauberpunkte sind gleich alle, das ist nicht gut. Oh, blaue Fledermäuse. Das könnte Krankheit bedeuten. Krankheit bedeutet instant. Krank. Wollte gerade sagen, Krankheit bedeutet instant K.O., weil wir ja eigentlich rausrennen müssen, um es zu heilen. Aber das werde ich jetzt nicht machen. Wir suchen uns eine stille Ecke, heilen kurz unsere Vergifteten. So. So, und dann fällt Talana halt beim Zaubern aus, größtenteils. Das ist zwar doof, aber vertretbar. Und hier können wir nicht schlafen. Okay, also weiter. Also töten wir dich. Und werden gleich bestimmt wieder vergiftet. Richtig. Ich mag den Tempel hier nicht. Komm, stirb. So, du bist vergiftet. Nicht mehr. Also wir haben eine Kranke, keine Vergiftete. Wir brauchen jetzt nur eine ruhige Ecke zum Schlafen, hochbuffen und dann töten wir hoffentlich den Rest da in der Ecke. Gehen wir hier runter ins Spinnen-Grupa-Nest. Das ist doch ein wunderbarer Ort zum Schlafen. Gerade mit Cobra-Eiern im Gepäck. So. Du... Fackellicht. Du. Oh ja. Du. Segen. So, was haben wir da vorne? Ich sehe einen roten Punkt. Eine normale Fledermaus. Da brauchen wir keine Zauber. Du. Segen auf sie. So, Krankheitsverteiler. Stirb. Stirb. Oh, oh. Nicht schon wieder vergiften. Wir dürften zwar noch ein, zwei Mal das können, aber muss ja trotzdem nicht sein. So, das war der Bereich, wo wir letztes Mal gebissen wurden, glaube ich. Durch den Boden durch. Eine Kiste. Kisten sind gut. 5000 Gold haben wir jetzt schon. Oh. Geh weg. So. Du. Ich hab's. Ich weiß nicht. Achso, Talana muss kurz ausruhen. So, aha. Was haben wir hier? Geschick plus 4. Ich glaube, jeder hat schon eine gute Lederrüstung. Aha. Wir haben auch alle schon bessere, aha, Bögen. Können sie bloß noch nicht benutzen. Aha. Umhang, glaube ich, auch. Resistenz, aha, mehr. Aha. Plus 7. Gucken wir mal kurz. Plus 6, plus 7. Das heißt, das Schild ist für dich später, wenn du Schilder tragen kannst. Nicht verkaufen. Denke dran. Umhang, hast du? Kann das auch weg? Weg. Weg. Kenn ich nicht. Weg. Weg. Zu ihr. Warten. Sieht übel aus. Okay. Und das ist wieder ein Teleporter nach draußen. Yay. Damit haben wir es jetzt geschafft. Der Dungeon ist endlich clear. Das war ganz schön garstig. Und wie man merken konnte im Vergleich zu den anderen Might & Magic Teilen, doch recht lange Dungeons. Wo es einfach nur darum geht, durch Horden von Gegnern durchzukommen. Nicht großartig Rätsel. Einfach nur töten. Was am Anfang gerade ein bisschen schwierig ist, weil man hat halt nicht die Ressourcen, um alle Krankheiten aufzuheben und Gifte aufzuheben und so weiter. Und man halt alle 10 Sekunden schlafen muss, weil man nicht genug Zauberpunkte hat. Das wird später wesentlich angenehmer. So, da ging es raus. Das heißt, unser Plan, wieder mal zum Tempel. Diesmal nicht zur Taverne, weil wir haben noch genug Essen. Dann zum Rat. Ne, wo war das Herz? Ich glaube, wenn man von oben in die Stadt reinkommt, links. So ein Typ mit Hut. Der wollte das Herz haben. Dann zu dem älteren Mann mit dem Turban, um die Cobra-Eier zu verkaufen. Und dann
nach Burg Ironfist. Und da haben wir dann ganz viel zu tun. Also einmal haben wir einen Brief abzugeben bei dem momentanen Regenten. Wilbur Humphrey oder so ähnlich. Dann Bogenfertigkeiten, Plattenfertigkeit, Schildfertigkeit und noch andere Krimskrams. Oh, und wir sollten vielleicht noch vorher einen Stufenanstieg machen. Nur so für den Fall. Schön, dass du da bist. Suchauftrag. Was für eine schaurige Trophäe. Dieses Herz beweist, dass du die Spinnenkönigin besiegt hast. Oder irgendwas anderes mit einem ziemlich großen Herzen, wie ein Ochsen zum Beispiel. Hoffentlich suchen die Spinnen Neusorpigal jetzt nicht mehr heim. Hier ist die versprochene Belohnung. Mhm. Schön, dass du da bist. Cobra, ja? Ich glaube, die waren hier. Schön, dass du da bist. Ich glaube, die waren hier. Schön, dass du da bist. 300 Gold. Das waren alle richtig? Richtig. 8300 Gold. So, Trainingshalle wird zu haben. Jetzt aber. Zwei Stufenanstiege könnten drin sein. Wir haben ja ziemlich viele Monster getötet. Oder auch nicht. Halt wenigstens einen für jeden. Bevor wir jetzt nach Ironfist gehen, Suchaufträge. Bringe Sulmans Beruf zu Regent Wilbur Humphrey. Ja. Schaffe das Geläut der Harmonie aus dem Tempel von Bar. Der ist auch bei Ironfist. Befreie Sherry aus dem Versteck der Schattengilde. Das ist ebenfalls da. Das heißt, wir haben keinen Auftrag mehr für hier. Sieh dich ruhig um. Kaufen, 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 kaufen. Also, keine Aufträge mehr hier. Wir haben Essen. Wir könnten auch Krimskrams verkaufen. Du suchst deine Wache. Weg, 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 weg. Behalten. Bis bald. Die Waffen bitte nicht anfassen. Weg, weg, weg. Behalten, weg. Bis demnächst. Kann ich dir beim Suchen helfen? Weg, 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 weg. Ja, die Sachen später. Der Helm kann, glaube ich, auch noch weg. Danke, komm bald wieder. So, jetzt sind wir aber vorbereitet. Alle Aufgaben erledigt, fast 10.000 Gold. Auf zum Schloss. So, und da wären wir. Gucken wir uns jetzt bei den ganzen Häusern um. Da haben wir schon ein, zwei Expertenränge, die wir uns abholen könnten. Dass du da bist. Expertin Lederrüstung. Ist noch keiner, richtig? Ich denke nicht. Zwei hättest du schon. Ja, okay. Also Lederrüstung. Schön, dass du da bist. Expertin Kettenrüstung. Schön, dass du da bist. Expertin Panzerrüstung. Haben wir zwar noch nicht, aber werden wir bald brauchen. Wie geht's? Experte am Schild. Das ist doch mal sehr praktisch. Und wesentlich angenehmer als bei 7. Also wenn wir Experten Rüstungsskills bekommen wollen, einfach hier zu dem Knubbel gehen. Was haben wir noch für Gebäude? Oh, erstmal Hufeisen. Zing, zing. Oh, hallo. Mitgliedschaft in Berserkers Zorn. Okay. Zu nett von dir. Die Dragoner haben die Straße in der Gegend heimgesucht und mir kürzlich eine Harfe von einem Karawane gestohlen. Ich bin nicht stark genug, sie zurückzuholen, aber ich werde jemanden bezahlen, der es für mich tut. Finde die Harfe und bring sie zurück zu mir, dann werde ich dich belohnen. Die Dragoner. Das klingt ein bisschen garstig. Müssen wir eventuell noch warten. Aber schauen wir mal. Bist du bereit, etwas Neues zu lernen? Das Panzerschild reparieren. Kette. Bogen. Bogen. Schild. Kette. Unser Gold geht immer weiter runter. Und eigentlich sollten alle später reparieren können. Aber das kommt später. Also, Bogenfähigkeit. Sehr wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Na komm, Feuer ist wichtiger. Und du hast Bogen schon 4. Falle. Ja komm, bringen wir Falle auf 4, dann ist die Fallenexperte und dann müssten wir eine ganze Weile klarkommen. Mit Fallen entschärfen. Du hast Handel 4.
Du wolltest Körper auf Experte bringen oder als nächstes spirituell zum Wiederbeleben? Schild kannst du endlich tragen, Platte kannst du endlich tragen, Kette kannst du endlich tragen. Sehr gut. 4 Fähigkeitspunkte. Ich glaube, die bekommt man Lay. Lay braucht allgemein mehr Fähigkeitspunkte wegen Licht und Schatten später noch dazu. Und alle klerikalen Zauber und überhaupt. Also spirituell auf 4. Das Adlerauge. Oh, das ist ein schöner Bogen. Gekauft. Der wird angelegt. Der wird angelegt. Also, sehr guter Bogen, sehr guter Bogen. Geht zu Bogen. Armbrust. Armer Gerogon. So. Das hätten wir schon wesentlich früher machen sollen. Also den Unidentifizierten einfach ihm geben. Oh, na gut. Rüstung. Zauberleder. Sieht schick aus. 810. 729. Nö, erstmal nicht. Hallo. Experte am Bogen. 2000. Okay. Und hier können wir Gepäck für 20 Tage holen. Also wir müssen nicht so oft zur Taverne zurücklaufen. Schon mal sehr praktisch. Kostet aber auch dementsprechend mehr. Okay. So, da oben wird das Schloss sein. Eine Hintertür, die wir nicht benutzen können. Okay. Guck gerade, ob wir noch irgendwas anlegen sollten. Also sie braucht noch eine Kette und einen ordentlichen Helm und einen ordentlichen Bogen. Eigentlich bräuchte sie ihren Bogen, weil sie ist wichtiger. Sie hat Bogen ja schon auf 4 und auf Experte. Und der Experte macht, diese Fähigkeit reduziert Erholungszeit. Also sie kann öfter schießen. Und später auf dem Meisterrang, der ja auch nur noch 3 Punkte weit weg ist, glaube ich, kann sie 2 Pfeile auf einmal schießen. Was das Ganze dann sehr interessant macht. Schön, dass du da bist. Experte des Erkennens. Okay. Gekauft. Schön, dass du da bist. Experte in Waffen, Fallenentschärfen. Ja. Ist gekauft. Wie geht's? Experte der Axt. Nö. Königliche Turnhalle. Das klingt irgendwie. Ja. Feinste Waffen im Land. Wir haben was Besseres. Haus. Experte des Schwertes. 2000. Ja. Ja, wir sind pleite. Bevor wir weiter gucken, sollten wir kurz den Brief abgeben. Sonst haben wir kein Geld mehr. Halt, wer ist da? Regent Wilbur Humphrey, der erste Paladin und Prinz Nikolai Ironfist, Erbe des Throns von Endros, regieren beide in Burg Ironfist. Meister Nikolai Ironfist, Prinz und Erbe des Throns von Enroth. Und Wilbur Humphrey, ich werde Nikolai nicht ansprechen. Wilbur Humphrey, der Brief. Ich danke dir vielmals für das Überbringen dieses Briefes. Wilbur beginnt den Brief zu lesen. Ich war so in Sorge. Ja. Das sind keine guten Nachrichten. Oh nein. Verräter. Überall Verräter und Kollaborateure. Ich muss sofort eine Expedition organisieren. Wilbur senkt seine Stimme. Ich vertraue darauf, dass du dem Prinzen gegenüber diesen Brief nicht erwähnst. Er ist schon depressiv und unglücklich genug. Und jetzt muss ich mich um die Organisation der Expedition kümmern. Hier ist ein Sack voll Gold. 5000 ist ein großer Sack. Du hast ihn dir verdient und meine Dankbarkeit, wenn ich nur jemanden wüsste, der weiter nach Lord Kilburn suchen könnte. Lord Kilburn? Wilbur schnippt mit den Fingern. Sag, würdest du Interesse haben, ein weiteres Detail für mich zu klären? Lord Kilburn ist in der Gegend von Blackshire verschwunden. Finde heraus, was passiert ist und bringe mir diese Informationen. Wenn es wahr ist, dass er von den Teufeln erschlagen wurde, dann bringe mir möglichst ein Schild.
Ich garantiere dir das Wohlwollen des Hohen Rates, wenn du es benötigst, und die Entschädigung wird sehr großzügig ausfallen. Ja, hier sieht man jetzt, dass das Sandbox-artige losgeht. Also die Mission können wir erst in 30 Leveln oder so erfüllen. Also ja, man muss wirklich aufpassen, was man macht und was nicht. Kreuzritter.